Hallo Leute, willkommen zurück bei Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Leider muss ich diese Aufnahme nochmal machen, weil sie mir das letzte Mal daneben gegangen ist. Ich bin hier schon ein bisschen in London rumgeirrt und habe versucht hier die Aktentasche zu finden, bis ich dann hier bei diesen Dialogen, bei der Polizeistation hatte ich den entscheidenden Hinweis gefunden, nämlich dass die Aktentasche in der Nähe der heruntergekommenen Pension zu finden ist. Und die befindet sich in dieser Ecke hier links. Nein, nicht bei dir. Hier. Und da haben wir jetzt jemanden, mit dem wir sprechen können. Kann ich da nicht raufgehen? Das habe ich das letzte Mal nicht ausprobiert. Ich probiere das mal. Da kann ich sogar raufgehen. Oh, spannend. Aber ich kann hier nichts tun. Ist nicht so wild, aber spannend. Ich kann hier raufgehen. Gehen wir wieder runter und sprechen wir mit ihm hier. Guten Tag, Sir. Sie haben nicht zufällig eine Aktentasche aus Leder hier irgendwo auf dem Boden liegen sehen? Guten Tag, die Herren. Angenehm. Finlay mein Name. Ich bin der Hausmeister dieses Gebäudes. Und ja, vor nicht weniger als einer Stunde. Einer der Straßenjungen hat sie aufgehoben und weiß Gott, wo sie jetzt sein könnte. Wie bedauerlich. Diese Tasche enthält Dokumente und gehört der hiesigen Polizei. Sind Sie Polizeibeamte? Mitnichten. Ich heiße Dr. Watson. Und das ist der Detektiv Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Der große Detektiv? Sie sind bestimmt wegen des Mordes von letzter Nacht hier. Haben Sie schon herausgefunden, wer die arme Frau war? In der Tat. Dazu musste ich nur einen Blick in die Zeitung werfen. Meine Zeitung ist von heute Morgen. Und über die Identität der Frau stand nichts drin. Polizeiliche Ermittlungen. Ich bin eigentlich nicht in die Ermittlungen involviert, aber wenn ich der Polizei behilflich sein kann, werde ich dies gerne tun. Oh, da bin ich mir sicher. Ich habe gehört, dass Inspektor Aberline für den Fall zuständig ist. Ein fähiger Mann. Aktentasche. Nach dem, was Sie sagen, werde ich die Aktentasche wohl nicht finden. Davon gehe ich aus. Ich hingegen könnte mehr Glück haben. Tun Sie mir als Gegenleistung einen Gefallen. Fast jede Nacht kommt ein Herumtreiber und schläft in einer der Ecken unweit meiner Fenster. Er hustet, brüllt herum und singt manchmal sogar. Er sieht ziemlich kräftig aus und ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Wegen ihm habe ich schon 3 Mieter verloren. Wenn Sie bei der Polizei vorsprechen, werden Sie dieser Angelegenheit vielleicht mehr Beachtung schenken. Erzählen Sie ihm vom Kapitän und Sie werden wissen, um wen es geht. In der Zwischenzeit versuche ich, Ihre Aktentasche zu finden. Okay. East London Advertiser. Whitechapel in Angst und Schrecken, grauenvoller Mord in der Bucks Row. Ich nehme mal an, dass das hier die Zeitung von dem Hausmeister ist. Und lesen wir mal das Ding durch, um zu sehen, ob da andere Hinweise drin stehen. Nach der Ermordung einer Frau erst vor kurzer Zeit sind die Bewohner Whitechapels kaum zur Ruhe gekommen, als ein neues, noch schrecklicheres Verbrechen bekannt wird, welches das Viertel zweifellos ebenso in Aufruhr versetzen wird wie der vorherige Mordfall. Die Polizei steht vor einem Rätsel und verfügt bisher über keinerlei Anhaltspunkte, die auf den Schuldigen jener schrecklichen Tat hinweisen könnten. Bekannt ist, dass Constable John Neal am Freitagmorgen auf seinem Rundgang durch die Bucks Row und die Thomas Street war, als er gegen 3:45 eine Frau zwischen 35 und 40 Jahren am Straßenrand in einer Blutlache liegen sah. Die Kehle des Opfers wurde mit einem etwa 2 Zoll breiten Schnitt von einem Ohr zum anderen durchgeschnitten. Außerdem wurde ihr Unterleib aufgeschnitten, sodass die Eingeweide hervorquollen. Sie wurde sofort in das Leichenschauhaus von Whitechapel gebracht. Der Einschnitt erstreckt sich nahezu bis zur Brust und wurde offenbar mit einem langen Messer durchgeführt. Die im Leichenschauhaus aufgebahrte Tote bietet einen schrecklichen Anblick. Das Opfer wird auf etwa 35 bis 40 Jahre geschätzt und ist 5 Fuß und 2 Zoll groß. An den Händen sind Blutergüsse zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass sich die Frau heftig gewehrt hat. Einer der Finger trägt einen Abdruck eines Rings, aber nichts deutet darauf hin, dass selbiger gewaltsam abgenommen wurde. 5 Zähne fehlen und das stark verfärbte Gesicht weist Blutergüsse
auf beiden Wangen auf. Die Frau trug einen groben, braunen Ulster mit großen Knöpfen an der Vorderseite. Ihre zerrissene und an zahlreichen Stellen zerschnittene Kleidung zeugt von der schieren Brutalität des Mörders. Die Polizei sucht nach Personen, die die Tote identifizieren können, um anschließend die Personen ausfindig zu machen, die als letztes mit dem Opfer gesehen wurden. Die Tat hat in der Bucks Row verständlicherweise für großen Aufruhr gesorgt und einige Personen aus dem Viertel berichten von einem Tumult kurz nach Mitternacht. Schreie wurden allerdings keine vernommen und nichts deutet darauf hin, dass es sich um mehr als eine bloße Schlägerei gehandelt hat. Wegen fehlender Hinweise wird es kein leichtes Unterfangen, den oder die Täter zu ergreifen und zur Rechenschaft zu ziehen. Großbrand in Londoner Lagerhallen. Kurz vor 9 Uhr brach am Donnerstagabend in einer der großen Lagerhallen der Londoner Warehouses ein Feuer aus. Die Lagerhallen waren wie immer um 4 Uhr nachmittags geschlossen worden und es hatten sich möglicherweise außer den diensthabenden Nachtwächtern sowie der Feuerwehr nur wenige Personen dort auf. Gegen 8:30 roch es nach Rauch, ehe kurze Zeit später das Dach eines der riesigen Gebäude im Zentrum der Lagerhallen in Flammen stand. Obgleich es sich um einen schrecklichen Großbrand handelte, war die Leitung der Feuerwehr um 9 Uhr immer noch nicht von dem Vorfall informiert. Die Alarmierung der Whitechapel Station erfolgte wenig später, sodass umgehend alle Löschfahrzeuge an Ort und Stelle geschickt werden konnten, während andere Stationen benachrichtigt wurden und ihrerseits aus jedem Stadtteil Londons abzogen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Feuer ausgemacht, das mit ungeheurer Intensität in den oberen Stockwerken eines großen, 150 Yard langen und halb so breiten Gebäudes wütete. Die Flammen hätten kaum an einem gefährlicheren Ort ausbrechen können als diesem, denn den South Quay Lagerhallen. Die oberen Stockwerke waren bis unter das Dach mit Erzeugnissen aus den Kolonien gefüllt, während in den unteren Stockwerken Brandy und Gin lagerten. Die großen vergitterten Fenster boten wie ein Hochofen freie Sicht auf das Feuer, während das ohrenbetäubende Geräusch, in dem die gewaltigen blauen und gelben Feuerzungen tobten, vermuten ließ, dass der Alkohol seinen Beitrag zu den Flammen leistete. Gegen 9:30 bot sich ein beeindruckender Anblick. Imposante, hochaufragende Lagerhallen auf allen Seiten bis unter die Dächer, voll mit Waren von unschätzbarem Wert, umgeben von riesigen Fahrzeugen auf nassem Asphalt. Dazu Feuerwehr, Polizei und Dockarbeiter, die die Löscharbeiten verfolgten oder gegen die Flammen ankämpften, während sich eine Menschenmenge rund um die großen Tore versammelt hatte, um den Brand aus der Ferne zu beobachten. Ich denke mal, auch dieser Bericht über den Brand, der wird noch irgendwie wichtig sein. Denke ich mal. Auf zur Polizeistation. Auf zur Polizeistation. Reden wir doch mal mit dem Constable. Ob er nichts gegen den Kapitän unternehmen kann. Läuft der Holmes einfach mittendurch durch das Gespräch der beiden. Natürlich läuft das jetzt hier alles etwas schneller. Bei meinem fehlerhaften Part, als ich den aufgenommen habe, habe ich natürlich weitaus länger suchen müssen für alles. Reden wir mal mit dem Constable. Und, Gentlemen, haben Sie meine Aktentasche gefunden? Kapitän. Noch nicht. Ist Ihnen ein Herumtreiber namens Kapitän bekannt? Kapitän? Ja, ein alter Seemann, kräftig wie ein Bär und von Kopf bis Fuß tätowiert. Der Alkohol hat ihn zu einem Obdachlosen gemacht. Wie es scheint, bereitet er dem Hausmeister der Pension am Ende der Straße einige Schwierigkeiten. Und was sollen wir tun? Jede Nacht werden Treppenhäuser, Innenhöfe und Vordächer zu öffentlichen Schlafstätten. Und die Leute kommen nicht nur zum Schlafen. Ich glaube, dieser Mann hat eine Nichte, bei der er manchmal unterkommt. Sie wohnt in der Commercial Street, gleich nach der Seitengasse mit der Pension. Sie denken an meine Aktentasche, nicht wahr? Aber klar. Glauben Sie, dass diese Frau einwilligen wird, ihren Onkel dauerhaft bei sich aufzunehmen? Das weiß ich nicht. Dennoch sollten wir einen Besuch abstatten. Dann tun wir das mal. Dieses Zeichen, das hier oben immer auftaucht, ist, wenn ein Dialog gespeichert wird. Also so einer hier. Dann wird immer da oben dieses Zeichen angezeigt. Das habe ich auch rausgefunden das letzte Mal.
als ich fehlerhaft aufgenommen hatte. So, wir müssen jetzt an der Straße mit der Pension vorbei. Jetzt stehen hier zwei andere Leute und jetzt komme ich auf einmal nicht mehr vorbei. Ah, jetzt stellt sich auch noch der Watson in den Weg. Jawohl. Behinder mich nur, Watson. Hast schon recht bei den Ermittlungen. So. Genau. Hier muss die Nichte des Kapitäns wohnen. Das da oben wird sie wohl sein. Hier ist das Zeichen, kenne ich aber noch nicht. Ah, hier ist ein neues eingesetzt. Lucys Wohnung. Die heißt wohl Lucy. Pension. Okay. Und wo ist eigentlich gerade mein Standort? Das sehe ich jetzt hier nicht, oder? Und vielleicht kann ich da eine Schnellreise dann hinmachen. Ah, da oben kann man mit Lucy sprechen. Guten Tag, Miss. Sind Sie zufällig die Nichte eines Mannes, der Kapitän genannt wird? Ja, das bin ich. Was hat er dieses Mal angestellt? Er ist doch nicht... Oh mein Gott, ich bin schon unterwegs. Keine Sorge, Lucy. Miss, wir sind gekommen, weil wir Sie fragen möchten, ob Sie Ihren Onkel bei sich aufnehmen würden. Er schläft unter den Fenstern einer Pension und beschert dem Hausmeister im wahrsten Sinne des Wortes schlaflose Nächte. Ich weiß, ich habe ihn eine Weile bei mir wohnen lassen und da war es nicht anders. Mein Vermieter wollte, dass ich ihn hinauswerfe. Ich schäme mich für ihn, wissen Sie? Auch wenn ich das in Anbetracht seines Gesundheitszustands nicht tun sollte. Er hustet Tag und Nacht. Sorgen Sie für Ihren Onkel. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, seinen Husten zu lindern. Ich bin Arzt und könnte ihn untersuchen. Er war schon bei einem Arzt im Hospital. Aber die Medizin ist einfach zu teuer. Es ist schon schwer genug, für meine Miete aufzukommen. Wir kümmern uns darum. Wo können wir Ihren Onkel finden? Das weiß ich nicht. Er müsste sich hier in der Gegend aufhalten, aber wo genau ist mir nicht bekannt. Verabschiedung. Wir werden ihn finden. Holmes, das wird nicht einfach. Wie sollen wir in Whitechapel einen Alkoholiker finden? Eine Nadel im Heuhaufen wäre einfacher. Kommen Sie mal, lieber Watson, wir müssen zuversichtlich bleiben. Und vergessen Sie nicht, dass wir unsere kleinen Informanten haben. Sie meinen diese Bengel, denen Sie immer etwas zustecken? Genau. Meine Geheimpolizei. Einige von ihnen sind bestimmt in dieser Gegend unterwegs. Wir müssen sie nur finden. Und da bekommen wir schon einen Hinweis, wo sich einer von der Geheimpolizei von Sherlock Holmes aufhält. Ich wechsle mal in die Ego-Perspektive. Da ist er. Und da sehen wir ihn nämlich auch schon. Und dann laufen wir mal zu ihm hinüber. Genau. So, und sprechen wir mit ihm. Wie geht es weiter, Holmes? Doch nicht mit dem Watson, mit dem Jungen. Ah. Guten Abend, junger Mann. Wie geht es dir? Ich kenne ihn. Das ist der Junge, der immer früh am Morgen vor unserem Fenster in der Baker Street lauthals Zeitungen verkauft. Hallo, Mr. Holmes. Freut mich, Sie wiederzusehen. Was kann ich für Sie tun? Der ist auch hübsch gemacht, nett gemacht. Kapitän. Kennst du zufällig einen alten Seemann, der unter dem Namen Kapitän bekannt ist? Ein armer Mann, der oft zu tief ins Glas schaut. Klar, Mr. Holmes. Er ist hier am Ende der Straße, links um die Ecke. Aber seien Sie vorsichtig. Kann manchmal ein ungemütlicher Zeitgenosse sein. Sehr gut, junger Mann. Der Doktor hat sicher eine Kleinigkeit für dich. Watson? Nicht wahr? Hören Sie mal, Holmes. Sie sind immer so ein Geizhals, Mr. Watson. Vielen Dank, Mr. Holmes. Jederzeit wieder. So behandelt man seine Informanten. Was denken Sie, Holmes? Ich denke, und ab jetzt ist es wieder vollkommen blind, Leute. Ich denke, dass wir diese Straße und dann nach links sollten, so wie der junge Mann gesagt hat. Was ist hier? Betty Street. Betty Street. Dann gehen wir doch mal in Richtung Betty Street. Das ist aber nicht, oder? Nee, das ist ein Kind im Rollstuhl. Nee. Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Okay. Gehen wir weiter. Ich höre jemanden stark husten. Kommt. Ja, Watson, der arme Mann kann nicht weit sein. Ich gehe mal wieder in die Ego-Perspektive. Oh, da ist der Watson, aber da liegt jemand. Wahrscheinlich ist es der.
Okay, reden wir mal mit dem. Das wird schon der Kapitän sein, nehme ich mal an. Sollte dieser Mann nur unter der Bedingung mit uns reden, dass wir seine Lieblingskakerlake finden, wird es heute in Whitechapel einen weiteren Todesfall geben, Watson. Kümmern Sie sich schnell um ihn. In Ordnung, Holmes. Zustand des Captains. Sein Gesundheitszustand ist kritisch, Holmes. Ich gebe ihm höchstens noch einen Monat. Gibt es eine Möglichkeit, mein lieber Dr. Watson, dass dieser letzte Monat leise verstreift? Also wirklich, Holmes, manchmal sind Sie einfach... Ich schreibe ein Medikament auf, das er möglichst schnell gegen seine Schmerzen braucht. Ausgezeichnet. Ich mache mich auf die Suche nach einer Apotheke oder einem Hospital. Ja, genau. Heißt das, wir sind jetzt allein unterwegs? Ah ja, wir lassen jetzt den Watson zurück. Das ist ja interessant. Verlassen wir mal die Betty Street und gehen wir wieder mal auf die Commercial Street. Gut, Leute, wir sind wieder zurück auf der Commercial Street und ich würde sagen, auf der Suche nach einer Apotheke oder einem Hospital, da machen wir uns dann in der nächsten Folge. Wir sind jetzt allein als Sherlock Holmes unterwegs und müssen diesem armen Mann und Dr. Watson dieses Medikament bringen. Ich schau mal kurz, ob ich in den Notizen was habe. Nein. Muss ich da nochmal mit dem Watson reden, dass ich dieses Rezept bekomme? Moment, Leute, ich schaue nochmal zurück. Hallo? Nein, mit dem will ich nicht reden. Der hat kein Rezept für mich. Ich versuche mal nochmal mit dem Watson zu reden. Beschaffen Sie das Medikament, Holmes. Wir müssen rasch handeln. Ach ja. Manchmal hört der Holmes auch nicht auf zu rennen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, woran das liegt. Naja, Leute, okay. Also scheinbar wissen wir als Holmes schon, welches Medikament das richtige ist. Gut, Leute, jetzt sind wir wieder auf der Commercial Street. Ich würde sagen, hier machen wir den Cut und in der nächsten Folge besorgen wir das Medikament. Bis dahin, ciao.